Guten Morgen, liebe Zuschauer. Heute Tag 4 der Tour. Und wir sind auf dem Mehongsong Loop von Mesoyang nach Mehongsong. Ich habe gestern in dem Video mein Vorhaben für heute erzählt, dass wir nach Pai wollen. Das haben wir wieder verworfen und fahren jetzt nur bis Mehongsong. Das sind von Mesoyang aus irgendwo 165 Kilometer. Weil es in Pai mal wieder, sage ich, zu schwierig war, eine anständige Unterkunft zu kriegen. Pai hat unendlich viele Unterkünfte und auch unendlich viele schlechte Unterkünfte. Ich habe in Pai schon so oft schlecht übernachtet, also nach dem Motto, Schlechtes muss nicht billig sein, dass ich nach der Stunde rumzogen gestern gedacht habe, nee, dann fahren wir nur bis Mehongsong heute und da haben wir auch eine Unterkunft gefunden und dann halt von morgen von Mehongsong über Pai nach Chiang Mai. Heute, das ist schon eine schöne Strecke, aber der wirklich ganz interessante Teil des Mehongsong Loops, der kommt morgen eben, nämlich der Streckenabschnitt zwischen Mehongsong und Pai. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Doch, ich kann euch ein paar schöne Bilder liefern und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ansonsten bleibt hier wie immer alles kostenlos. Es gibt keine Mitgliedschaften, keine Spendenaufrufe oder sonstiges. Aber wie gesagt, wenn ihr meine Arbeit gut findet und unterstützen wollt, dann abonniert bitte den Kanal. Dankeschön. Ah, mit mir unterwegs ist wieder der Heinrich, der fährt hinter mir gerade. Wir sind heute Morgen auch wieder erst spät weggefahren, denn es war wie um diese Jahreszeit typisch recht kühl heute Morgen. Heute Morgen waren 16 Grad und es war auch Nebel, was auch typisch ist in der kühlen Zeit des Jahres. Und da sind wir erst um, war glaube ich kurz nach halb 10 weg und da ging es gerade so.
Da ist er doch. Hier oben. Hi! Den haben wir heute Morgen, ja, der hat im gleichen Hotel im Mitari 2 in Mesayang übernachtet und der ist mit so einer kleinen Yamaha unterwegs, auch nach Mayongsong heute. Ist ein tschechischer Landsmann. Ja, macht seine Tour mit so einem, ja, so eine Art Honda Wave, aber nicht von Honda. Eine Yamaha war das. Mit 115 Kubik. Ja, geht auch. Und wieder einmal eine schöne Fahrt heute, wenn es auch nur etwas über 160 Kilometer waren. Der erste Teil für uns des Mehongsong Loops, reichlichst Kurven, aber eine tolle Fahrt. Und wir sind am Ziel in Mehongsong und sind hier eingecheckt in ein Zimmer. Kleine Wohnanlage oder Resort, wie man es nennen will, für 500 Baht das Zimmer und dafür ist es wieder mal tadellos, wirklich klasse. Es war ja, wir hatten ja eigentlich ursprünglich vor, wie schon gesagt, heute nach Pai durchzufahren, aber es hat mich so genervt, weil ich da wieder mal keine anständige Unterkunft fand und deswegen heute Mehongsong und dann morgen. Aber Chiang Mai, ja, alles was man braucht, mal wieder da. Klima, Wasserkocher, Kaffee, ja, Klimaanlage hier oben und das kleine Bad und eben den Balkon habt ihr ja schon gesehen. Ja, passt doch mal wieder alles. Heißt Kan Laya Haus hier. Auch wieder mal fällt unter die Kategorie empfehlenswert, wirklich. Es freut mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir bitte einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis demnächst.